Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bier von hier. Mein Name ist Kevin. Heute geht es nach Ehing in den Ostalbkreis. Das ist an der bayerischen Grenze. Ehing ist übrigens Bierkulturstadt. Dort gibt es 4 Brauereien und einen Bierwanderweg. Ziemlich interessant. Und zwar geht es heute zur Brauerei Berg. Ich wünsche euch viel Spaß. Angekommen in Ehing, wie ihr sehen kann, der Brauerei Berg. Ich treffe mich jetzt gleich mit meinem Ansprechpartner und dann zeige ich euch die Führung durch die Brauerei. Ich wünsche euch viel Spaß. Sehen kann und vielleicht der eine oder andere schon erahnt hat, ist hier die Brau- und Brotbackstube. Hier finden normalerweise Kurse statt, wo man selber Bier brauen kann und Brot backen kann. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es natürlich leider nicht, aber ich würde es euch ans Herz legen, sobald es wieder möglich ist, kommt doch vorbei. Der Kurs ist sicherlich richtig schön und super interessant. Und ja, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was hier von dem Raum. Dann könnt ihr es euch so ein bisschen vorstellen mal. Und wie gesagt, am besten, wenn man sich das selber irgendwann mal anguckt, sobald das wieder möglich ist, schaut vorbei, wird euch sicherlich gefallen.
im Hintergrund könnt ihr jetzt sehen den Verkaufsladen. Das ist so eine kleine, schöne Verkaufsecke mitten in der Wirtschaft. Da könnt ihr sämtliche Sachen finden, von Mützen, T-Shirts, Gläser, Biere. Also für jeden etwas dabei, entweder für euch selbst oder macht das ein Geschenk für jemand anderen, wie ihr wollt. Kommt gerne vorbei, schaut euch das an, gibt's richtig tolle Sachen. Bis dahin, viel Spaß!
das war's jetzt für heute. Zumindest mit der Besichtigung. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Mir persönlich hat es sehr, sehr gefallen. War sehr schön, sehr informativ. Einiges Neues gelernt. Und ja, weil ich ja jetzt mit dem Auto da bin, kann ich leider hier kein Tasting machen. Ich habe jetzt aber ein paar Bier mitgenommen. Und die werde ich jetzt noch im Anschluss verkosten und euch persönlich vorstellen. Mein persönliches Ranking draus machen, wie ich das immer mache. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr darüber denkt, ob ihr das gerne selber probieren wollt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Wir sehen uns gleich nochmal im Tasting. Bis dahin. Ciao. So, wie bereits vorhin erwähnt, kommt jetzt noch das Tasting. Wir haben hier als erstes das Berg Original Hell. Das hat 5,0%, ist ein helles, wie der Name schon sagt, und hat eine Stammwürze von 11,9%. Das wird in der offenen Gärung hergestellt und mit der klassischen Zweitaktreifung, was ihr vorhin ja schon mitbekommen habt und erklärt bekommen habt. So, der Hopfen ist einmal der Tettnanger Tradition und der Tettnanger Herkules. Ja, dann würde ich sagen, probiere ich mal. Das ist richtig schön eiskalt. Ja, optimale Trinktemperatur. So, natürlich sehr hell die Farbe, typisch für ein helles. Die Schaumkrone feinporig. Prost. Ja, auch sehr sanft, typisch für ein helles. Und der Nachgeschmack finde ich ein bisschen hopfenlastig. Also schmeckt gut, ja. Bisschen herb im Abgang. Also ein bisschen herber als so die normalen Hellen. Aber sehr lecker. Trotzdem erfrischender Geschmack. Und ja, auch hier werde ich wieder ein Ranking erstellen. Das nur mein persönliches Ranking ist, also da müsst ihr auch wieder alles selber probieren am besten, um euer eigenes Ranking zu erstellen. Aber ich mache das einfach gern mal, um mal so einen Vergleich zu haben und einfach mal einen Favorit festzustellen. Letztendlich sind alle lecker, also das war ja auch beim letzten Tasting so. Und ja. Das ist eigentlich optimal, so ein richtiges Sommerbier, finde ich. Wenn man draußen sitzt oder im Biergarten, optimal. Auf jeden Fall sehr lecker. Noch allgemein zu den Bieren von der Bergbrauerei. Die brauen auch noch mit offener Gärung, also das ist ja schon selten geworden. Das kommt eher von früher noch und das wird jetzt traditionell weiterhin bewahrt. So, jetzt haben wir die Nummer 2. Da haben wir einmal das Berg Jubelbier. Das hat jetzt ein bisschen mehr mit 5,3% und auch die Stammwürze ist ein bisschen höher mit 12,6. Das ist ein hopfengestopftes und naturtrübes. Die Hopfenart ist die Tettnanger Perle und Hallertauer Magnum und
Dettnanger Aroma Hopfen. Das ist jetzt auch, wie das davor, ein untergäriges Bier. Hat auch die gleiche Zweitaktreifung und Bottichgärung. Müsste jetzt durch das Naturtrübe auch natürlich ein bisschen eine andere Farbe haben. Ja, also auf jeden Fall deutlich hier drübere Farbe. Ja, das erste war jetzt richtig hell leuchtend. Was ist jetzt drüber? So die Schaumbeschaffenheit auch, eigentlich feinporig. Geschmacklich jetzt auch intensiver. Also das Helle ist ja mehr ein leichtes Bier, kann man sagen. Das hat jetzt erstens mehr Prozent, mehr Stammwürze und geschmacklich ist es auch kräftiger. Muss ich jetzt gleich schon sagen, also das erste war super. Aber das kommt bei mir auf jeden Fall auf den ersten Platz. Und ja, das Helle auf Platz 2. Schmeckt sehr gut, ist genau mein Bier. Also so naturtrübes mag ich eh gern. Schmeckt sehr lecker. Also hierfür wird auch helles Gerstenmalz verwendet. Wie auch bei dem ersten auch. Und ja, wie gesagt, mein Favorit von den zwei ist echt sehr lecker. Später gibt es noch zwei andere Biere, die auf Biobasis ihr Getreide beziehen. Also das ist nochmal speziell gut für die Landwirte auf jeden Fall. Und auch geschmacklich ist das auch ganz anders. Also da freue ich mich auch drauf. Das ist jetzt dann das Hefeweizen, was kommt, und danach das Dreikorn-Hefeweizen. Und das ist speziell aus Biogetreide. Und da bin ich mal gespannt, wie der Unterschied ist. So, kommen wir jetzt zu Nummer 3. Jetzt haben wir das Hefeweizen. Logisch, ein Weizen. Das hat jetzt 5,1% und 12,7% in der Stammwürze. Das ist auch wieder eine offene Gärung. Ist jetzt übrigens ein obergärisches Bier. Besteht aus der Tettnanger Perle. Also das ist die Hopfenart. Und wie gesagt, 5,1%. Ist jetzt das normale Weizen. Und danach, wie gesagt, kommt ja noch das Dreikorn-Hefeweizen, das Bio-Weizen. Das heißt, das schauen wir jetzt mal. So, ist farblich nochmal dunkler auf jeden Fall. Kann man sagen, geht Richtung ja, dunkles Gelb, Bernstein. Also die Schaumkrone ist typisch für den Weizen. Sehr feinporig, sahniger Schaum. Riecht auch leicht fruchtig, bisschen bananig. Was auch typisch so für Weizenbiere ist. Ja, einen deutlichen Bananengeschmack, also so wie es auch riecht, schmeckt es auch, noch ein bisschen intensiver sogar, sehr lecker. Da ich ja eher Weizenfan bin, absolut top, schmeckt echt lecker. Das Malz ist ja auch Weizen, Gerstenmalz und Gerste-Karamellmalz. So, zusätzlich zu dem Bananengeschmack, finde ich, schmeckt man auch eine Karamellnote. Weizen, Gerstemalz und Weizen, Karamellmalz. Von daher kommen auch die Noten. Jetzt wird es auch schon ziemlich schwierig, jetzt das Ranking zu machen. Ich meine, dass er immer ein bisschen schwierig ist. Man kann ja eigentlich auch kein Weizen mit hellem vergleichen.
Aber wie gesagt, ist das einfach nur mehr just for fun, meine eigene Meinung. Ja, ich finde jetzt das Weizen auch richtig lecker. Wobei ich fast sagen muss, obwohl ich doch ein kompletter Weizenfan bin, muss ich das zweite Bier, weil das Jubel, bleibt bei mir noch auf 1. Und das Weizen jetzt auf 2 und das Helle auf 3. So viel jetzt erstmal zu Nummer 3. Und wie gesagt, als nächstes kommt dann das Dreikornweizen zu Nummer 4. Aber erstmal genieße ich das hier. Prost! So, kommen wir jetzt zu Nummer 4. Wie bereits vorhin schon angekündigt, das Dreikorn-Hefeweizen ist genau dasselbe vom Alkoholgehalt mit 5,1 und die Stammwürze auch 12,7%. Der einzige Unterschied, dass hier Bio-Getreide verwendet wird. Lass mal die Hefe ein bisschen sich verteilen. So, und die Hopfenart ist hier auch Tettnanger Aromahopfen. Und das, die Besonderheit ist mit den drei Kornarten, einmal Gerste, Weizen und Dinkel und alles aus biologischem Anbau. Auch wieder eine offene Gärung und auch ein obergäriges Bier natürlich, wie alle Weizen. Und ja, schauen wir mal, wie das schmeckt. Bin sehr gespannt. Von der Farbe her würde ich sagen, ist ein Tick dunkler. Auf jeden Fall dunkler. Jetzt sieht man es deutlich. Sieht schon fast aus wie ein dunkles Hefeweizen. Kommt wahrscheinlich auch von den verschiedenen Getreidesorten. Auch die Schaumkrone typisch für den Weizen. Feinporig, schaumig, sahnig. Finde ich, riecht jetzt nicht so extrem nach Banane wie das normale Weizen davor. Schauen wir mal, wie es geschmacklich aussieht. Das ist schon nochmal was ganz anderes, aber richtig lecker. Ich muss sagen, jetzt gar nicht so Richtung Bananennote, eher mehr ein bisschen karamellig. Also finde ich persönlich jetzt einen Tick besser als das normale Weizen noch. Also das ist echt richtig lecker. Dazu noch gesund, also nur zum Vorteil. Biologisch angebaut, also von daher unterstützt man die Bauern, sich selber, indem man sich was Gutes gönnt. Echt sehr lecker. Jetzt wird es wieder schwierig. Also mit dem Ranking muss ich jetzt fast sagen, dass das Dreikorn-Hefeweizen für mich jetzt auf Platz 1 kommt und die drei restlichen rutschen einfach jeweils eins nach unten. Und das hat mich bisher jetzt am meisten überzeugt. Echt sehr lecker, also super Bier. Wie auch die anderen auch, also die waren natürlich auch lecker, da gibt es ja nichts. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig, aber das ist bisher der absolute Favorit. Zu dem Tettnanger Aromahopfen muss man auch dazu sagen, das ist auch rein aus biologischem Anbau. Also auch alles, was das Bier betrifft, kommt aus biologischem Anbau. Das ist echt super. Und man schmeckt auch die Qualität, ist echt wirklich überragend. Sehr lecker. Ist echt ein super Bier geworden. Also bin ich auf jeden Fall ein Riesenfan davon jetzt. So, im Anschluss haben wir noch drei weitere Biere, also insgesamt 7 Stück, was ich heute probiere und euch vorstelle. Die steigern sich jetzt langsam nochmal, aber da wir kein Starkbier dabei haben, hält sich alles im Rahmen. So, als nächstes die Nummer 5. Haben wir hier
das Berg-Ulrichs-Bier. Das wurde erstmals 1911 gebraut. Und das ist jetzt mit Bügelverschluss, haben sie auch übrigens. Hat jetzt 5,3%. Die Hopfenarten sind einmal die Hallertau Magnum und dann nochmal die Tettnanger Perle. Auch wieder mit dem klassischen Zweitaktreifung. Zusätzlich jetzt ist einmal im Drei-Geräte-Sudhaus brauen wir in unser langsamen Maischverfahren helles Gerstenmalz und Röstmalz aus integriertem, kontrollierten Anbau mit einer Stammwürze von 12,7%. Das heißt, die Stammwürze ist auch dasselbe wie die Weizenbiere, aber das ist jetzt nochmal ein ganz spezielles, besonderes Bier. Und ja, wie gesagt, in der Bügelflasche gibt es auch das eine oder andere. Wir haben jetzt auch noch mal eins später. So. Das ist auch ein helles Bier. Wobei die Farbe jedoch ziemlich dunkel ist. Also geht schon Richtung Bernstein. Sehr lecker. Und der Nachgeschmack karamellig, würzig. Das Malz ist auch helles Gerstenmalz, wie beim Helmbier, aber auch Röstmalz. Und daher kommt auch der karamellige Geschmack, auch die dunklere Farbe. Das ist ein deutlich dunkleres Malz und das Malz bestimmt ja die Farbe vom Bier und natürlich auch, wie kräftig das Bier ist. Und da sieht man ganz klar, das Röstmalz hebt sich dann ab vom Hellen und daher hat es auch eine ganz andere Farbe und auch einen ganz anderen Geschmack. Also das ist echt sehr lecker. So, als vorletztes, Nummer 6 jetzt, haben wir das Berg Schäfslehimmel. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, danach ist man im Schäfslehimmel und zählt Schafe, wenn man das getrunken hat. Prozentual hat es natürlich schon mal um einiges noch mal mehr mit 5,6%. Da ist jetzt auch das Besondere, das ist auch aus Biogerste und aus dem Alblinzenanbau. Ist das Maischverfahren und mit einer Stammwürze von 13,4%. Auch nach dem klassischen Zweitaktreifung und der offenen Gärung. Ja, sieht interessant aus mit dem Schäfchen oben im Design und den Wolken oben drauf. Weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber ihr habt es ja vorher nochmal eingeblendet bekommen. Auf jeden Fall auch ein Bio-Bier, wieder ein Blockbier. Mal gucken, ob es diesmal ein bisschen besser klappt. Nein, tut mir leid. Naja, das zählt auch. Und es kommt schon. Dann schenken wir gleich mal rein. Das ist übrigens auch ein naturtrübes Bier. Sehr schöne Krone, auch feinporig. Farbig, geht schon Richtung Weizen eigentlich, also ist naturtrübes, aber geht auch schon Richtung Bernsteinfarben. So, schauen wir mal, was es geschmacklich kann. Sehr süffig. Also geschmacklich geht das schon fast so Richtung Bockbier, Starkbier. Also ist ja auch mit erhöhter Stammwürze. Das heißt, es schmeckt auch süßer. Lässt sich ziemlich gut trinken. Wahrscheinlich zu schnell. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Schäfchenhimmel, wenn man dann zu viele trinkt, weil man kaum was merkt. Und trotzdem mit den 5,6%.
ist das schon was Ordentliches, aber sehr lecker. Ja. Wird sehr schwierig jetzt hier ein Ranking zu erstellen. Also ich glaube, so schwer ist mir noch nie gefallen bei jemandem. Sind echt alle super lecker. Gerade bei der Bergbrauerei wird ja auch nochmal extra das Wort Zeit groß geschrieben, dass es wirklich lange nachreift. Es gibt ja Brauereien, die haben dann schon nach einer Woche Lagerung ist dann schon fertig und das Bier wird abgefüllt. Aber bei der Bergbrauerei wird auf Qualität gesetzt, auf lange Lagerung. Das ist auch immer vorteilhaft, vor allem wenn man das trinkt und am nächsten Tag geht es dann einem trotzdem gut. Wenn das nur kurz gelagert ist, merkt man das meistens, kriegt schnell Kopfweh. Aber ja, also die Biere bisher, echt alle richtig super lecker. Bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon, echt eine super Brauerei. Freut mich richtig, dass die teilgenommen haben und dass wir die jetzt hier verkosten können. Wir sind das ich und ihr guckt dazu. Aber ihr lernt ja auch was dabei und ich hoffe, ihr probiert das auch selber mal aus. Ja, also Schäfslehm muss ich sagen, auch super lecker. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das einordne. Also da ich ja auch, wie gesagt, bin ich ein großer Weizenfan, ich mag aber auch dunkles Bier. Ich bin auch ein Fan von Bockbier, also gerade so ein bisschen was Süßeres, aber Stärkeres, Kräftiges. Also das ist zwar kein Bockbier, aber auf jeden Fall sehr lecker. Da würde ich sagen, dass ich das fast auf 2 setze. Das Ulrichsbier bleibt auf 1. Und das Dreikornweizen rutscht dann auf 3 runter und der Rest bleibt auch in seiner gewohnten Reihenfolge. Am Ende liste ich nochmal alle für euch auf, dass ihr die nochmal seht. So, und zu guter Letzt die Nummer 7 von unserem Tasting heute ist das Bergschützenfestbier. Also wie der Name schon sagt, das ist für gewisse Veranstaltungen und Feste. Da habe ich jetzt leider keine Information rausbekommen. Also kann ich euch nur sagen, was ich hier selber sehe. Das hat jetzt 5,7%. Das ist ja das Allerstärkste, jetzt, was es heute beim Tasting gibt. Deswegen habe ich das auch als letztes ausgesucht. Hat eine Stammwürze von 13,4%. So, und zum Hopfen ist der Hallertauer Magnum und der Tettnanger Tradition. Sonst auch von einem 36 Landwirten aus der Region, auch aus einem Reinheitsgebot gebraut, von 15, 16. Ja, alles andere, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Und ich denke mal, das wird jetzt auch durch die hohe Stammwürze relativ süßlich schmecken. Farblich auch eher hell, also wie ein helles. Mixer weiß nicht ganz genau, was für eine Art ist. Also ich würde sagen, es ist so eine Art Spezialbier oder halt eher Schützenfestbier, ist so ein Festbier. Schaumkrone auch, ähnlich wie beim Weizen, sehr feinporig, sahnig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Also das letzte Bier, Prost. Okay, schmeckt auch süßlich im Abgang, wie vermutet, durch die hohe Stammwürze. Es schmeckt auch ein wenig süßlich fruchtig, dezent fruchtig. War geschmacklich auch lecker. Vom Ranking her würde ich sagen, das ist Ulrichs Bier, hat mich komplett überzeugt. Absolutes Lieblingsbier jetzt aktuell von der Bergbrauerei. Auch das Schäfslehm würde ich sagen, bleibt auf 2.
Und ich würde das jetzt sich überlegen. Na, ich würde sagen, das Dreikornweizen noch auf 3 und das jetzt auf 4. Nun haben wir alle 7 durch. Nun zu meinem persönlichen Ranking. Wie gesagt, fangen wir mit der Nummer 7 an. Für mich die Nummer 7, trotzdem super, überragend, sehr lecker. Das Original Hell, helles Bier, lecker, top, erfrischend, absolutes super Sommerbier. Auf der Nummer 2, das Hefeweizen. Für mich ist sehr ungewöhnlich, so als absoluter Weizenfan, aber war sehr lecker, aber einfach die anderen haben mich noch mehr überzeugt. Also sehr großes Lob an die Brauerei. Als nächstes das Jubelbier oder Jubiläumsbier, auch sehr lecker, ein Tick besser noch als das Weizen. Dann das Schützenfestbier zu gewissen Veranstaltungen oder Feste, auch sehr lecker. Was sehr lecker war, einfach das Bio-Dreikornweizen, absolut top, sehr lecker, einfach geschmacklich super, von der Farbe her war es sehr schön, das bisschen dunklere. Gesund und ja, wie gesagt, unterstützt man da auch speziell nochmal die ganzen Landwirte. Auf der Nummer 2, Schäfslehimmel. Bisher befinde ich mich noch nicht dort, aber man merkt auch ziemlich stark, also ist ordentlich, sehr lecker, süffig, süß, also wirklich absolutes Top-Bier, richtig lecker. War sehr schwierig zu sagen, was jetzt hier die 1 und die 2 wird. Ja, und jetzt für mich mein persönlicher Favorit. Das Ulrichsbier, wie gesagt, haben sie auch gesagt, seit 1911 gibt es das. Ja, das ist mein persönliches Ranking. Doch wie davor auch schon erwähnt, am besten probiert ihr selber alle mal aus, erstellt euer persönliches Ranking, weil jeder hat verschiedene Geschmäcker, jeder mag andere Biersorten. Probiert das aus, sagt mir Bescheid, gebt mir Rückmeldung, was euer Favoritenbier ist. Kommt vorbei nach Ehingen in die Bergbrauerei. Das war's soweit. Mein Bier von hier. Euer Kevin. Bis zum nächsten Mal. Einschalten. Ciao.